Bevor wir uns von euch verabschieden, ihr wisst ja, wir schenken uns das übliche Prozedere mit runtergehen, ihr klatscht, ihr kommt wieder rauf, verbeugen, runter, ihr klatscht, immer hin und her. Wir spielen gleich noch ein, aber bevor es soweit ist, wollen wir euch nochmal mit Nachzug einladen. 25 Jahre Firebirds, für uns ein sehr emotionales Konzert wird es geben, 2. November, Arena Leipzig. Zieht euch ein paar Karten, seid dabei, es würde uns sehr, sehr freuen. Zum ersten Mal mit Orchestermusikern, der Firebirds Rockestra, 2. November, Arena Leipzig. Es würde uns freuen. Damit ihr im Nachgang noch wisst, wer euch eingeladen hat, stelle ich euch die Band nochmal vor. Bei den Firebirds am Schneeweißen Piano, Alexander Tasten. On the rock and roll guitar, Krusty Fun Friday, and Holly Holmes, Henry Frankel, on the bass, Tom Mark Zimpel, and on the drums, Guido Gente. Und jetzt kommen wir dem Sonderapplaus für den wichtigsten Jungs. Ohne die könnten wir das, was wir tun, gar nicht tun. Die Jungs an der Technik, unsere Jungs, Anton und ich, Sven, Christoph, Fuchser, Benny und Henne. So, Freunde, ihr wisst, dass wir seit vielen Jahren gerne in Schleuditz spielen. Das ist ein Grund, egal ob es Donnerstag war. Wir müssen noch ein Bild. Na eben, wir haben dieses Mal noch gar kein Erinnerungsfoto gemacht. Das geht nicht. Haben wir noch. Das müssen wir noch. Das müssen wir noch machen. Du kommst hier hin. Wie siehst du, dass alle drauf sind? Hast du das Objektiv, wo alle drauf gehen? Das NSE-Ding? Ja. So, jetzt ist ganz wichtig, dass ihr einmal bitte einmal richtig Stimmung macht. Einmal alle Hände nach oben, Freunde. Kein Film drin. Noch ein bisschen mehr Stimmung. Herrlich. So, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Nee, ja, genau. Das merkt man, das merkst du doch nicht im Nachhinein. So, ist doch stimmt. Das muss stimmen. Ja. Richtig, genau. So, Freunde, wir machen jetzt Folgendes. Wir wollen nochmal Schleuditz so richtig hören. Wir spielen jetzt gleich einen schönen Akkord. Wenn der Akkord lauter wird, werdet ihr auch lauter. Werdet ihr dabei laut, spielen wir noch einen Song. Werdet ihr sehr laut, spielen wir zwei Songs. Werdet ihr tierisch laut, dann spielen wir drei Songs. Und wenn ihr so richtig ausrastet und ausfliegt, dann spielen wir, bis die Musikkrähe morgen früh wieder aufmacht. Wir spielen ja nicht morgen früh und sind Bundeshörer. Aber wir wollen wirklich nochmal Schleuditz so richtig hören. Denn wir müssen ein Jahr warten, bis wir uns hier wiedersehen. Also Freunde, wo ist Schleuditz?